Ja, was geht? Neues Video. Wir spielen heute mal wieder eine Runde Game of Loser. Mit dabei heute der Thomas, der Hannes und der Philipp. Ich spiele natürlich auch mal wieder mit. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier für Tricks sehen werden. Moin. Ja, wir machen Schere, Stein, Papier, um zu schauen, wer anfängt. Es könnte sein, dass es eine kurze Runde wird, weil es ein bisschen windig ist. Sehr, sehr schlechtes Wetter. Vielleicht gewinnt das, da müssen wir leider gehen. Du willst bloß Base, ey. Vielleicht drei Sachen. Die Reihenfolge ist ausgemacht. Thomas fängt an, dann Philipp, dann Hannes, dann ich. Spielt wird folgendermaßen: Einer gibt einen Trick vor, die anderen müssen es versuchen nachzumachen. Sollte man es nicht schaffen, gibt es einen Buchstaben. Gespielt wird L-O-S-E-R, weil man Loser so schreibt. Wenn man eine Vorgabe nicht schafft, bekommt man keinen Buchstaben, aber die Vorgabe wird an den nächsten weitergegeben. Deswegen, ja. Thomas fängt an, was sehen wir? Ich war noch gar nicht so weit, aber gut, dann machen wir einfach einen Zuki-Layout ins Brett. Philipp, was war da los? Ja, ich mag keine Zukis. Also ich kann die nicht so wirklich gut. Bretter scheinbar auch nicht, weil das war kein Brett. Leider der Buchstabe für dich. Ich mach einen Doppelsalto mit Splitten damit. Tolle Vorgabe. Doppelsalto mit Splitter habe ich noch nie gemacht. Aber schauen wir mal, was rauskommt. Double Side war's. Split hat leider gefehlt. Ja, ich hab schon geschaut, aber irgendwie habe ich mich nicht traut, den hier zu machen. Erster Buchstabe. Passiert. Thomas, Double Side habe ich von dir noch nie gesehen. Wie sieht's aus? Den habe ich generell noch nie gemacht und ich weiß nicht, wie das geht. Und ich mag mir nicht wehtun und deswegen ja, lasse ich es lieber und krieg Buchstaben. Wie ihr wisst, Double Side, meine Stärke, mit Split natürlich noch besser. Ich versuche es auf jeden Fall. Ob der zählt, sehen wir danach. Da hat es leider Kritik gehagelt. Scheinbar der zweite, kein Zeitflug mehr, deswegen auch der Buchstabe für mich. Also ich bin damit vorgegeben, ich gebe, denk mal, einen Rudi-Haarer vor, im Layout. Schöne Vorgabe von Hannes, ich werde es gleich mal probieren. Ich denke, Rudi-Haarer ist noch drin. Ich glaube, ich versuche es einfach mal, es ist nur Tutzeit weh. Der war richtig gut. Ich bin sehr, sehr froh, dass das geklappt hat. Ja, ich kann nicht meinen Rudi gescheit, also ich schmeiß mich trotzdem nochmal rein. War besser als gedacht. Ich hatte zwar nicht so viel Orientierung, aber ich glaube, Rudi war erkennbar. Trotzdem Buchstaben. Ich bin dran mit Vorgeben. Ich werde den Doppelvorwärtssalto mit Split machen. Welchen Split die Jungs machen, ist mir eigentlich egal. Da die Jungs mich jetzt auch zu was überredet haben, dass ich was probieren muss, gebe ich jetzt auch mal ein bisschen was Ekligeres vor, und zwar ein Doppel-Auerbach. Doppel-Auerbach war normalerweise auch eher ein Standardsprung bei mir, aber vom Trampolin sicherlich nicht. Ich habe noch keinen einzigen Auerbach vom Trampolin gemacht, das wird jetzt lustig. Ja! Ich habe nur zugelassen, keine Orientierung, aber halt ist gepasst. Habe ich auch noch nie gemacht, ziemlich Angst. So vorne rauszuspringen, dass ich irgendwie am Rand hängen bleibe, aber probieren wir mal. Habe mich doch nicht getraut, aber bin schon mal froh, dass ich überhaupt einen gemacht habe. Mag Auerbach so schon nicht und jetzt vom Tramp ist definitiv kein Spaß werden. Schön war er nicht, aber ich bin zufrieden. Ich probiere einen Triple Side. Grobe Unfug. Buchstabe. Enge Geschichte, aber den lassen wir zählen. War schon rum. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, weil er nicht hoch gefedert hat. Aber er ist extrem schnell geworden. Ich nehme gleich den Buchstaben, weil ich werde es gar nicht probieren. Wenn schon der Double nicht funktioniert, dann wird es mit dem Triple wohl auch nicht besser werden. Danke, Philipp, an der Stelle. Kann ich. Mal schauen, was die Jungs dazu sagen. Ich sag da ganz wenig dazu, außer gibt einen Buchstaben. Ich glaube, ich probiere den mal. Ja, schön. Hat funktioniert. Eigentlich wollte ich irgendwie aufmachen, aber ich habe ihn nur zieh gehört. Hat geklappt. Sehr schön, kein Buchstabe für dich. Du darfst jetzt auch gleich vorgeben, was kommt. Erstmal einfach
ein Fliffes vor. Ich bin dran mit Vorgeben. Es wird der Doppelvorwärtssalto 1,5 Schrauben, einen im ersten halben Zeiten. Reinhard meinte, ich habe gerade eh fast den Sprung gemacht, den er vorgegeben hat. Deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal. Vom Sprung her hat es gepasst, okay, nur ein bisschen unterdreht. Ja, ein bisschen. Hannes, bitte genau dasselbe, inklusive Landung. Schauen wir mal, könnte es gut passieren, dass das so endet. Unglaublich, wenn man überlegt, dass es dein allererster war. Allererster, ich habe alles gesehen, richtig Kontrolle. Ich sehe da große Gefahr. Ich würde ihn vielleicht schaffen. Dann, ich würde es vielleicht probieren. Dann rein da. Also ich bin leicht verwirrt, aber an sich bin ich theoretisch richtig gelandet. Mein Glück für heute ist, glaube ich, langsam aufgebraucht. Der ist gerade so gut gegangen. War auf jeden Fall sehr, sehr gut auch für deinen ersten hier. Da ich ein bisschen Angst vor den allen hier habe, muss ich einen kleinen Vorsprung rausarbeiten und hoffe, dass die den nicht machen. Und zwar in Auerbach mit 2 Schrauben. Ja, ein bisschen zu schnell gedreht. Und dann waren es leider 3. Ich mache jetzt 1,5 Front, 10-Mann-Sechter. Also Arme sind weg, wird wehtun. Du bist dran mit Vorgeben. Dann gebe ich mal einen Rudi Full vor. Also das, was die Jungs da machen, das ist mir dann doch eine Nummer zu viel und gibt's einen Buchstaben. Bei mir auch. Philipp dann schon bei LOSE, jetzt wird's ein bisschen eng. Es wird den Doppeltunnelflip mit Split geben. Das war weder ein Doppeltunnel, noch war der Split an der richtigen Stelle. Du bist leider raus. Tschüss. Tunnelflips habe ich auch noch nie gemacht. Keine Ahnung, was da jetzt rauskommt. Split ist scheinbar nicht so deine Stärke, Hannes. Doppeltunnel kann man einigermaßen zählen lassen, aber Split war das keiner. Nee, Split war gar keiner drin. Meine einzige Tunnelflip-Erfahrung war vom 1-Meter-Brett. Jetzt gucken wir, glaube ich, mal, was passiert, wenn man 2 versucht mit einem Split. Ja, ja! Der war so einfach, ich weiß auch nicht, warum er die nicht geschafft hat. Er ist so schlecht. Das war, glaube ich, ein bisschen mehr Glück als Verstand, aber ja. Hat geklappt, also alles gut. Dann probiere ich nochmal den Auerbach mit 2 Schrauben und hoffe, ich überdrehe mich jetzt nicht. War besser als der erste. Jetzt freue ich mich auf den Hannes. Also ich fühle den irgendwie gar nicht. Ich glaube, der geht schief. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht. Gibt einen Buchstaben. Ich bin jetzt dran mit Vorgeben und ich gebe dann einen Doppel-Rudi-Haarer vor. Federn war eigentlich nicht gut. Mein Fuß habe ich auch nicht richtig gekriegt. Aber Bastia. Mir gefällt es nicht mit dem Hochspringen, schnell drehen und hoffen, dass es rumgeht. Deswegen lasse ich das lieber. Auch wenn ich es nicht gut finde, werde ich es wahrscheinlich probieren. Ich muss einen guten Absprung erwischen, sonst ja, wird es leider nichts werden. Hat einigermaßen gut gepasst. Ich könnte das Spiel beenden, weil beide Jungs schon LOSE haben. Heißt letzter Buchstabe. Ich gebe vor, Doppelvorwärtssalto, 1 Schraube im ersten. Oh. Full Front, auch noch nie gemacht, aber eigentlich ist er ähnlich wie der Full Half, also könnte schon gehen.
Er war schon gut drüber, aber ich würde mal sagen, für das, dass dein erster war und dein letzter Buchstabe wäre, lassen wir den nochmal durchgehen. Wie sieht's aus? Full Half vorhin auch neu gelernt. Full Front müsste drin sein. Gelernt ist schon der falsche Begriff. Ich habe irgendwas gemacht und es ging halt glücklicherweise richtig ins Wasser. Dann mach das doch gleich nochmal. Da ist die große Gefahr, dass man sich drüber dreht und überhaupt die Schraube stoppen kann. Es wäre vielleicht eine Taktik, einfach nicht so viel abzuspringen und dann halt klein gekugelt und dann nur noch so ein Vorwärts halt irgendwie reinzupressen. Aber ich. Ja, also, dann haben wir doch einen Plan. Also Thomas, komm, auf geht's. Leider mehr Half-Half als Full-Front, deswegen der Buchstabe für dich. Und ich bin leider raus. Es war schön mitzuspielen, obwohl es geht eigentlich. Nein, nicht Spaß. Hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Hannes, du bist dran mit vorgeben, was kommt? Mal was anderes. Ich würde mal einfach vorm Trampolin einen Castaway. Ich bin wieder dran mit vorgeben. Ich versuch's mal mit dem Full-Rudi. Vielleicht kann ich da Hannes aus den Reserven locken. Voll Rudi wird eine enge Geschichte, aber probieren kann man ja mal. Leider nicht, der Full Half ist schön, der ist clean. Für eineinhalb Schrauben hat es dann doch nicht gereicht, war nur eine halbe dann nur am Schluss dran, aber war schon zufrieden. Damit ist dann auch die heutige Runde wieder beendet. Es war ja, sehr lustig mal was anderes vom Eurotramp. Hat Spaß gemacht, oder Jungs? Jo, voll. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen hoch da, schreibt es in die Kommentare, abonniert, falls ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!